Es verfolgt jetzt eine kleine Sitzmeditation mit Atembewusstsein. Begib dich an einem geschützten Ort, an dem du nicht gestört wirst. Ich werde dich durch diese Meditation führen und anleiten. Du brauchst nichts zu tun, als meine Stimme, so gut du kannst, zu folgen. Setze dich dazu auf ein Kissen oder ein Bänkchen. Du kannst dich auch auf einen Stuhl setzen oder auf eine Matte legen. Natürlich kannst du auch während der Meditation jederzeit deine Haltung ändern. Wenn du sitzt, achte darauf, dass du aufrecht sitzt. Und dass deine Füße und dein Gesäß ein stabiles Fundament bilden. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann achte am besten, dass die ganzen Fußsohle Bodenkontakt haben und dass der Oberkörper etwas erhöht zum Oberschenkel positioniert ist. Du kannst Kissen oder Decken benutzen, um kürzere oder längere Beine auszugleichen. Der Oberkörper ist aufrecht, entspannt und in würdevoller Haltung. Der Nacken ist lang, der Kopf aufrecht. Die Arme liegen locker auf den Oberschenkeln oder sind im Schoß ineinander gelegt. Wenn du möchtest, schließe jetzt sanft die Augen und lasse den Blick auch hinter den Augenlidern nicht starr werden. Nimm nun einen tiefen Atemzug, fühle dabei, wie alle Sorgen und Gedanken des Tages mit dem Ausatmen aus dir herausfließen. In der Meditation versuchst du, wach und präsent zu bleiben, aufmerksam für das, was du beobachtest. Es ist aber auch völlig in Ordnung, wenn du dich entspannst oder wenn die Aufmerksamkeit sich abwendet.
und andere Geräuschen, Gedanken oder Gefühlen eindringen. Wenn du das bemerkst, kannst du dich freundlich und ohne Zwang zu meiner Stimme zurückwenden. Sei dir bewusst, dass dieses Abweichen, Bemerken und Zurückkommen kein Zeichen von falsch oder schlecht ist. Sondern ein integraler und wichtiger Baustein der Meditation. In der Haltung und im Körper ankommen, gibst du dir nun etwas Zeit, mit dem Körper in der Haltung anzukommen, die du gerade einnimmst. Spür in diese Haltung hinein. Es gibt in diesem Augenblick nichts zu leisten, nichts zu erreichen. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf den Atem. Suche eine Stelle aus, indem du den Atem gut spüren kannst. Es könnte die Nasenspitze sein, der untere Bauchraum, wo der Körper sich ausdehnt und zusammenzieht, oder irgendeine andere Stelle im Körper. Verweile dort und folge den Atemzügen in ihrer ganzen Länge. Für die ganze Dauer der Einatmung und für die ganze Dauer der Ausatmung. Folge diesem Atemzug und an dem nächsten Atemzug. Und dem nächsten. Über die Einstellung eines neugierigen Zuschauers. Der Atem begleitet dich das ganze Leben.
Du beginnst mit ihm und endest mit ihm. Folge den Atem. Versuche dabei nicht, den Atem zu beeinflussen oder zu verändern. Du bist nur Zuschauer. Es ist alles so, wie es jetzt sein soll. Der Körper regelt das. Sobald du bemerkst, dass du nicht mehr beim Atem bist, bleibe freundlich und geduldig mit dir. Und kehre zum Atem zurück. Das Bemerken, dass du nicht mehr beim Atem bist, ist auch ein Moment der Achtsamkeit. Folge den Atem, ohne Zwang, geduldig und liebevoll mit dir selbst. Für diese Übung in den nächsten Minuten der Stille. Selbstständig fort. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit für eine Würdigung. Zu würdigen, dass du hier bist und die Zeit hast für diese Übung. Den Atem zu würdigen, der dich ein Leben lang begleitet. Nun beendest du die Übung allmählich. Achte auf deine Umgebung.
Klänge und Geräusche, deine Umgebung. Deinen Körperempfindungen. Nun kannst du dich langsam bewegen oder strecken. So wie es dir gerade gut tut. Nun ist die Meditation beendet.